Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger! Ja! Tim Kliving ist bei uns, Kapitän der SG Dynamo Dresden. Tim, der erste Sieg seit 236 Tagen. Was bedeutet dir das? Ja, unglaublich viel. Ich glaube, dass es sehr, sehr lange gedauert hat und natürlich muss man sagen, dass wenn man den einen oder anderen Tag zu Hause war und über diese Serie dann nachgedacht hat oder dann auch im Internet den einen oder anderen Spruch dann gelesen hat, dann hat das schon wehgetan. Aber jetzt ist die Serie endlich gebrochen, hochverdient und ja, das freut mich einfach für die Jungs, weil sie das verdient haben und das nehmen wir jetzt mit und da wollen wir ja weiter dran ansetzen. Erstmal guckst du in die Gesichter, die schon lange dabei sind. Denen fällt natürlich ein Stein vom Herzen und danach gehst du in die Kurve. Und wenn du mit den ausverkauften Gästeblock wieder feiern kannst, und ich glaube auch die Leute, die zu Hause sitzen, freuen sich umso mehr. Jetzt ist dieses leidige Thema von dieser Sieglos-Serie vielleicht endlich mal irgendwo ad acta. Und man freut sich einfach. Ja? Also es geht ja nicht um einzelne Spieler, es geht um Dynamo Dresden, dass wir Spiele gewinnen. Und das ist uns heute gelungen. Was gab aus deiner Sicht den Ausschlag, dass wir heute die 3 Punkte geholt haben? Ja, also wir können sicherlich besser Fußball spielen, als wir es heute gemacht haben. Haben die ganze Woche auch an den Abläufen gearbeitet. Das ist am Anfang nicht so gut geklappt, dann kamen wir besser rein, dann gehen wir auch in Führung. Ja, und dann war hier das eigentlich nur mit viel Mentalität und viel Wille, dieses Spiel zu bestreiten, dass man den Sieg holt. Und das haben wir heute an den Tag gebracht. Wichtig war für uns, dass wir zu 0 spielen und vorne haben wir 2 gemacht. Es war sicherlich von der Struktur her nicht das Spiel, was wir uns vorgestellt haben, aber insgesamt war es halt ein sehr leidenschaftliches Spiel und wir müssen einfach in der Halbzeitpause schon das Spiel zumachen. Und in der zweiten Halbzeit dann war es klar, dass dann viele lange Bälle gespielt werden und wir hatten halt mehrere Konteraktionen und dann hinten raus musstest du dann einfach nur verteidigen, dann musst du auch mal Leidenschaft und den Willen und die Widerstandsfähigkeit an den Tag legen, das haben wir gut gemacht. Wir wissen, dass wir individuell den besser besetzten Kader haben, aber gerade solche Spiele, Derbys, die werden halt durch Zweikämpfe entschieden. Und da haben wir gesagt, die müssen wir von Minute 1 annehmen und auch über 90 Minuten gehen. Und ich glaube, das ist der Mannschaft sehr, sehr gut gelungen. Wenn man, sag ich mal, die letzten Spiele sieht, haben wir uns immer ein Stückchen weit entwickelt. Gegen 60 haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht, die bestraft worden sind. Gegen Stuttgart war es dann schon besser, haben dann aber trotzdem noch ein Tor gefangen. Ja, und heute haben wir endlich mal zu 0 gespielt. Und dann wissen wir natürlich mit unserer individuellen Klasse, die wir dann vorne haben, dass wir immer für ein Tor gut sind. Und das hat sich heute dann ausgezahlt. Ihr konntet zum Abschluss heute dann auch endlich mal wieder euch vor dem Block feiern lassen. Wie waren das? Beschreib mal, welche Eindrücke hast du davon? Ja, ich glaube, wenn man sieht, dass ich noch Gänsehaut habe, ja, dafür spielt man einfach Fußball. Ne? Gerade mit den unglaublichen Fans, die uns wirklich immer und immer wieder unterstützt haben. Gerade für die Leute freut es mich einfach unglaublich, weil die haben das verdient, die haben so lange darauf gewartet und gelitten. Und ja, das war jetzt der erste Sieg und da sollen noch viele weitere folgen und dafür werden wir weiter Gas geben. Ja, es tut erstmal gut, dass du ein Spiel gewonnen hast. Wir haben jetzt die ersten 2 Pflichtspiele nicht gewonnen. Wir waren immer knapp dran. Wir haben heute zu 0 gespielt. Das ist auch sehr wertvoll für uns. Ja, wir müssen jetzt regenerieren und dann müssen wir halt analysieren, was gut war, was nicht gut war. Und das müssen wir dann halt im nächsten Spiel versuchen, besser zu machen. Wir blicken jetzt schon ein bisschen voraus in diese englische Woche. Ihr habt den ersten Teil, den habt ihr siegreich gestaltet. Was nehmt ihr euch jetzt vor für das Heimspiel gegen Ferl und dann auch die Auswärtspartie noch in Köln? Also wir wollten die Woche oder die englische Woche unbedingt positiv gestalten. Es ging heute los. Ja. Klar sind das 3 Spiele, aber der Grundstein ging heute los mit dem Halleschen FC. Und dann wollen wir natürlich jetzt beim Heimspiel unseren Zuschauern nochmal wieder einen Sieg schenken. Ja. Und die müssen wir auch wieder so mitnehmen, dass sie wie immer hinter uns stehen. Das ist gang und gäbe in Dresden. Aber die lechzen natürlich auch nach einem Sieg zu Hause. Und den wollen wir denen jetzt natürlich in der englischen Woche schenken. Kutsche, vielen Dank und dann viel Erfolg dafür.